Für eine zweite Eisfläche hätte Straubing so oder so keine Mittel aus dem Fördertopf des Bundes erhalten. Deggendorf hin oder her. Das stellte Straubings Oberbürgermeister Markus Pannemeyer bei der Diskussionsrunde im VIP-Bereich des Eisstadions klar. Viel wichtiger war es ihm deshalb auch, konstruktiv an einer Lösung des Finanzproblems weiterzuarbeiten. Klar ist, rund 5,5 Millionen Euro würde eine zweite Eisfläche kosten. Die Betriebskosten eine weitere 500.000 Euro im Jahr. Und auch der Standort der zweiten Eisfläche lässt laut Pannemeyer nur eine Option übrig. Der Alfred-Dick-Park direkt beim Eisstadion. Eine Frage blieb aber nach knapp 90 Minuten noch immer offen. Wer finanziert das Vorhaben? Wir vom EHC, wir haben über 60% Landkreiskinder. Da hängen nicht nur Kinder dran, da hängen auch die Eltern mit dran und die Großeltern. So, dann wenn man die Nutzung sieht, wie wir es heute gehört haben mit der Kreisliga, die ist zu 95% oder fast 100% ist das Landkreis. Die Eisstockschützen sind bis auf einen Verein, bei fast 5000 Mitgliedern kommen 100 aus der Stadt, der Rest kommt aus dem Landkreis. Und da muss man sagen, das ist diese Maßnahme, die jetzt da geplant ist, die ist im Endeffekt eigentlich eine Landkreismaßnahme. Die Vereine, die das Eisstadion nutzen, fühlen sich vom Landkreis alleingelassen. Der Landkreis hat sich bisher sicher nicht der Verantwortung entzogen. Wir sind bisher einfach nicht gefragt worden offiziell. Die Führerschaft hier bei dem Thema hat eindeutig die Stadt. Die Stadt Straubing würde den Landkreis am liebsten natürlich auch mit im Boot haben. Denn laut Pannemeyer kann die Stadt die Kosten nicht alleine stemmen. Der nächste wichtige Schritt ist, dass die Stadt zunächst einmal für sich zwei Fragen klärt im Stadtrat. Erstens, wollen wir, dass in diesem Bereich im Alfred-Dick-Park gebaut wird? Das ist ja auch ein Eingriff in einen sensiblen Landschaftsbestandteil. Das muss der Stadtrat mit Ja entscheiden, weil wenn er dann Nein sagt, dann ist die weitere Diskussion überflüssig. Und wenn er das für richtig befindet, dann sollte die Stadt definieren, jetzt in Kenntnis der Kosten insgesamt, was sind wir bereit, jährlich für Bau und Betrieb zur Verfügung zu stellen. Und dann sieht man die Lücke, die dann geschlossen werden muss. Dann wäre die nächste Aufgabe, dass der Landkreis für sich klärt, was bin ich bereit als Landkreis zu geben, in Kenntnis der tatsächlichen Nutzerstruktur. Und dann müssen wir mit Dritten noch reden. Schauen, dass wir es zusammenbringen, das ist das Ziel. Ob das Projekt dann finanziell wirklich umsetzbar ist, bleibt offen. Aber wenn alle mitziehen, dann ist es zu schaffen, so Pannemeyer. Und in einem Punkt waren sich letzten Endes dann doch alle einig. Für die Zukunft der Sportstadt Straubing ist eine zweite Eisfläche unentbehrlich.